Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für die 18er-Ranglisten, die späten. Und zwar ist das Rangliste 6 jetzt. Ist das richtig? Ja. Und Rangliste 7. Wie gestern nehme ich heute auch einfach mal beide hintereinander auf. Pausiere das Video kurz zwischendurch. Und dann, ja, habt ihr gleich beide zu gucken. Lief ja bisher in der Rangliste ganz okay, muss man sagen. Eine schlechtere war dabei, ansonsten immer sehr gute Ergebnisse. Also wollen wir da auch ein bisschen am Ball bleiben, logischerweise. Das könnte sich dann in einem der vorderen Plätze auszahlen. So, ich bin auf Platz 3 und habe hier gleich eine ganz gute Karte im ersten Spiel. Tja, ohne Gegenreizung könnte man eigentlich den Grang spielen. Ist natürlich nur zwei Farben Grang, aber mit beiden alten haben wir hier einige Optionen. Er hat sehr viel Karo. Da müssen eigentlich die Jungs verteilt sein. Naja, nee, muss nicht. Aber wir werden trotzdem den Jungen ziehen. Dann haben wir gewonnen. Sogar noch die Pik 10 blank dadurch Schneiderei. Wir können natürlich nicht raufgehen mit der 10, ist auch klar. Krass, wir haben alle voll untergebracht. Trotzdem kommen wir nicht ans Ziel. Noch einen Trumpf gefunden, das ist gut. Ja, super Aufspiel für uns. Wechselt die Farbe interessanterweise. Aber ist nicht so tragisch. Ja. Fühlt sich wie Schneider an. Weiß nicht, ob es wirklich Schneider ist. Ja. Na, 18 dünn. So, jetzt haben wir ein gutes Gegenspiel. 40 Punkte haben wir schon eingeplant eigentlich. Wäre schön, wenn sie auch sich materialisieren könnten. Ja, wir nehmen schon raus. Okay. Zweimal eingespielt ist natürlich nicht so schön. Okay. Hat er noch drei Karos dabei? Gegen Karo Ass 10 König gewinnen wir eh nicht.
Na gut, König kann er noch reingeben, aber Karo Ass-10 reicht ihm auch schon in der Beikarte zum Sieg. Können wir uns auch nicht mehr wehren. Picobello. Da fällt die 8, das heißt, die 7 ist normalerweise noch bei Spieler 1. Es ist auch 22, okay. Dann kommen wir wohl nur raus mit dem Karo-Stich. So, den können wir wieder nehmen. Kann über einen Gang nachdenken. Aber der Kreuz ist meist, ist ja fast immer Schneider. Wenn man den Kreuz 36 zu 48 ist hier, glaube ich, nicht lohnenswert, den Grang vorzuziehen. Den wollen wir ausnahmsweise nicht nehmen. So, Kreuz sieht interessant aus. Gut, hat er gestochen mit dem Ass. Müssen wir, glaube ich, den die 10 noch mal halten. Nicht so schön, jetzt werden wir ihm ja immer die 10 hochspielen. Na gut. Wir spielen erstmal Trumpf ein. Aha. Hat er vielleicht doch nicht mehr Pik? Doch, hat nur die Pik 10. Aber es reicht. Sehr gut. 61. Oh ja, jetzt haben wir ein Problem. Müssen irgendwie Herz 10 an Kreuz verstechen können.
Genau. K.O. wenigstens 2-2 steht drauf, ne? 13. 34. Ja. Das war wichtig, weil sonst nur Scheiß kommt. Jetzt kriegen wir hier sogar noch 10 nach Hause. Ja, den lassen wir, glaube ich, mal weg. Sieht ja ganz okay aus im Moment. Ist ja sowieso eine lange, wenn man so will, 15 Serien Volllist, also 15 volle Listen, 30 halbe Listen. Es kommt eigentlich gar nicht drauf an, wie man steht innerhalb einer Liste. Ne? Eigentlich sollte man jedes Spiel so angehen, als ob es eben, was es auch ist, ein Spiel einer langen Reihe ist. Deswegen brauche ich eigentlich zwischendurch gar nicht gucken, wie es steht. Das ist was anderes als im Preisguard. Tja, wir steigen trotzdem mal mit einer 10. Eigentlich oft blank. Warum sollte er da aus einer Dreierlusche öffnen? Gut, jetzt hat er hier vielleicht wirklich ausgerechnet zwei Kreuzluschen gedrückt. Möglich ist es. Ja, war auch so. Aber wenn er schon keinen Trumpf mehr hat jetzt, hat er sogar noch. Na, hat er gut gespielt. Er hatte den Überblick, ich habe nur mitgespielt. Spieler 1. Haben beide schon ordentlich verloren hier. So, was wird das? Rang, ja. Nicht so sehr überraschend. Getaucht. Okay. Zwei Herz. Drei Jungs, fünf Karten. Na, okay. Schade eigentlich. Aber wir waren schon raus. Viel besser wird's nicht. Er hat einfach nur auf den einen Vollen gewartet und ihn bekommen. Irgendwie über Trumpf. Vielleicht regeln können, weiß ich jetzt nicht. Er hatte zwei Trümpfe noch. Wenn er da nicht sticht zu früh, dann Trumpf, 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 Trumpf gespielt wird. Vielleicht geht das. Falls unterm Ass war, gehe ich lieber mit dem König drauf. Na, der wird auch gewinnen. Vierundzwanzig und gepasst. Okay.
Tja, ich glaube, also ich meine, die Reizfarbe ist Kreuz, aber ein Herz können wir ihm jetzt und nur jetzt noch eine 10 hochspielen, deswegen machen wir es jetzt. Okay, war nicht so gute Idee. Haben wir ihm die 10 hochgespielt. Alles okay gemacht. Können wir mal wieder was reinrufen. Oh, schöner Gott. Zum Peak. Ja, bisschen dünn, aber einfach nur rausnehmen. Mehr mal nicht. Simon hat den Karo zweifach gereizt. Hier nur wer wahrscheinlich. Nur wer Hand sogar. Ja. Riesen Herzspiel bei mir, aber ich komme ja nie ran. Bisschen dünn hier. Ja. Dachte, er ist K.O. frei jetzt, war in dem Fall natürlich nicht so gut, der Karo, der Abwurf. Ah, schade. Muss ich doch Pik König gleich nachspielen. War auch die bessere Karte, Pik König, denn da weiß ich ja, dass er frei ist. Ich dachte halt nur, Karo ist vielleicht gut, falls Spieler 1 noch ein Karo hat und bedienen muss. Ne? Das war ja eigentlich die Idee. Deswegen spiele ich Karo König, nicht Pik König. Aber leider hatte Spieler 2 noch den letzten. Hier werden wir mal bis 30 reizen. Ah, gut gefunden. Noch ein schönes Spiel zum Abschluss, hoffentlich. Wer weiß, was passiert. Siehst du, Peak ist schon mal gar nicht so schön. Wir nehmen raus, weil wir so viel gedrückt haben. Jetzt haben wir schon 25. Er sticht nicht rein.
Ja, und das war die erste Rangliste. 6-0-4. Gute Sache. 720 Punkte. Schauen wir mal noch, wer die Gegner waren. Ich melde mich mal für 23.15 Uhr gerade an. So, die Gegner waren Tom Salabim auf der rechten Seite und Stupsi auf der linken Seite. So. Dann haben wir es jetzt auch mal gesehen. 720-6-0. Gucken wir mal, wie gleich die siebte Rangliste läuft. Bis es da weitergeht, pausiere ich kurz das Video. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Kleiner Zeitsprung für mich, keiner für euch. Jetzt kommt die siebte 18er Rangliste, die um 23.15 Uhr. Wir können ja nochmal, bis es losgeht, unseren Schnitt angucken. Ich weiß gar nicht, gibt's hier, ob die Ergebnisse schon da waren. Naja, aber manchmal ist er ja trotzdem schon drin. Die sechste Rangliste, wo sind wir denn? Das ist die Monatsrangliste, sorry. Da. Ja, ist schon mit eingepflegt. 744 jetzt der Schnitt. Müsste die sechste sein, wenn ich mich nicht irre, die ich gespielt habe. Ja. Und da geht's auch schon los, fast verpasst. Ich bin an Position 2 diesmal, Rangliste Nummer 7 also. Ich glaube, wenn er auch passt, sagen wir mal 18 hier. Aber so haben wir natürlich keine Not. Er sticht sogar. Bisschen merkwürdig, ne? Hat ja nur noch Asse, kann er noch abwerfen, aber wahrscheinlich. Hat einfach Rest, okay. Und hätte er auch aufdecken können. So, Grand. Tja, ganz schön nervig. Jetzt kommt da die Karo 10 rein. Ein bisschen spät, ne? Und er checkt es nicht, aber ist immer noch Schneider trotzdem. Dass er schon Rest hat, meine ich. Aber war ihm wohl egal. Bei 29 für uns. Ich sag mal 18, kann Kreuz 7 manchmal drin liegen. Ja, diesmal nicht. Aber trotzdem spielbares Karo gefunden. 10 sind gedrückt.
Herz stechen wir alles. Aber im Moment stechen wir gar nichts, weil nichts ausgespielt wird. So, das ist natürlich die schlechteste Karte für uns hier. Muss man sagen. Tja. Schwierig. 21. Er sticht mit Chaos. Da haben wir ja Glück, dass beide Herzvolle anscheinend rechts stehen, ja. Also, dafür, dass ich dachte, nach dem Aufschlag haben wir das Spiel auf jeden Fall verloren, ist es ja nochmal wirklich gut rumgekommen. Wir brauchten am Ende natürlich jetzt auch noch Trumpf 1-1. Sie hatten ja 50, ne? Wenn sie noch einen Trumpfstich machen mit einem Herz voll, ist ja auch vorbei. Also, naja. So, 23 kann eigentlich kaum 0 sein bei meiner Karte, ne? Und da Pik gereizt haben, einen eigenen Reizwert gehalten haben, nehme ich an, ich würde mal Pik ausspielen. Doppellusche ist zwar eigentlich ein bisschen merkwürdig, aber was soll es sonst sein, ne? Gut, könnte manchmal hat er auch Kreuz abgebrochen. Und Gang. Das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, aber wir tippen jetzt einfach mal, dass er Pik gereizt hat. Ja. Kann immer noch sein, dass er Pik gereizt hat, aber leider trotzdem den Alleinspieler eingespielt. Naja. Raus und gewonnen. Schöne drei Spiele hier, vier Spiele eins, ne? Gang, gang, gang. Dreiundzwanzig und dann gepasst. Wenn es wirklich eine Nullreizung war, dann hat er sehr wenig Kreuz. Mit dreien anscheinend. Sonst würde die Karte nicht so lange dauern. Dann können wir schon mal sieben Karten. Haben wir schon mal 8 Karten? Haben wir schon mal 9 Karten? So. Alle dicke Dinger, außer mein Karo einfach.
Und der war eigentlich auch quasi schon tot. Also nur noch vier Kreuz an der Seite. Wahnsinnsspiel wieder. Da will man fast passe nicht mal reingehen in die Karte. Aber bin mir sicher, dass Spieler 1 wenigstens 18 sagt. So ist es auch. Insta-Fold. So, wie heißt er denn? Naja, schauen wir mal. Na, dann hat er wohl gewonnen. Okay. War anscheinend korrekt. Aber war ja schon durch nach dem Doppelläufer, das hat man ja sich schon denken können. Jo, 18 gesagt und zum Nullerwehr gefunden. 2,9 versenkt. Das ist auch mal interessante Drückung. Vielleicht zieht die Karte ja jetzt ein bisschen an. Nein. Jedenfalls nicht unmittelbar. Wir gehen trotzdem rauf. Wenn es blank ist, dann ist es einfach notwendig, raufzugehen. War leider von der 10 zu dritt. Wie so oft. Ja, hat er schon gewonnen. Das ist Gemüse. Ja, aber eine Gegenreizung ist zumindest zu erwarten.
Könnte vielleicht Herz gewesen sein, weiß ich nicht. 22 weg und ist dann natürlich immer ein bisschen merkwürdig. Na, war wahrscheinlich wirklich Herz, aber ich habe hier keine Augen beizusteuern. Rough, sehr rough. Aber eine 18, weil ich den erhalten habe. Dann ganz schnell weg. Kreuz wahrscheinlich, oder? Jetzt hat man ja noch Siegchancen. Drückt nicht um, aber würdigt trotzdem. Karo. Das könnte interessant werden. Dann lassen wir mal dran. 18. Das Kleinpik wäre am besten, glaube ich. Oder Kreuz ist auch okay. So, ich weiß jetzt mal den ab. Ja, das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Den wollten wir natürlich eigentlich haben. Das ist ja schon eine Dame zugeben. Okay. Ah, reicht trotzdem dann. Gute Sache. Glückwunsch, schreibt er. Okay. Ich glaube, wir belassen es bei den 18 tatsächlich. Irgendwie soll das Karo-Spiel noch im Bereich der Möglichkeit bleiben, glaube ich. Müssten wir eigentlich noch. Du Scheiße, ey, jetzt spielt der Herz. Einundvierzig haben wir. Nee, dann reizt trotzdem nicht. Warum spielt er denn Herz, ey? Um Gottes Willen. Das war der Verlierer. Ich dachte, ihm war das eigentlich klar, dass er jetzt auf Herz 10 spekulieren muss. Eieieiei. Ja, da kannst du nichts machen, ey. Jedes Karo gewinnt.
wie das Herz verliert. Bitter. Naja. Vorbei. Na, wir spielen mal noch nicht. Gucken wir erstmal. Wahrscheinlich eh nur gewinnen, wenn unser Partner 4 Trümpfe hat, deswegen. Erstmal Piano. Okay, er hat 4 Karos an der Seite. Maximal noch einen Pik also. Und nicht mal den. Ich glaube, jetzt muss er ja schon reinstechen, ne? Zwei Augen oder so verschenkt. Nochmal Glückwunsch. Schau, was sollen wir anders machen? Schöne Liste für Spieler 1, 755. Macht Spaß. Na gut, wir zeigen mal Herz Ass an. Schade. Reicht uns aber. Schön. Ah, Gegenreizung will man eigentlich nicht hören hier, ne? Den Herz nehme ich trotzdem noch raus. Gut. Dann bitte. Na, es könnte die schlechteste Rangliste bisher werden, aber wir kriegen auch nicht so wirklich Material. Schade, kein Peak. Peak wäre schön gewesen. Hat er auch gehabt. Na, Pik im Aufschlag. Läuft das Spiel ein bisschen besser. Ja, das muss ich direkt. Das passe ich direkt weg.
Ja, läuft ein Länderspiel, Tausenderliste fast erreicht. Spieler 1, den mache ich ihm auch nicht madig. Okay, dann kriegt Spieler 3 anscheinend. Ah, liegt wahrscheinlich gut drin, wenn er überlegt hat. Piccolino, oje. Direkt eine 10 weg. Ja, fehl. Ja, wir können eh nicht mehr gewinnen, es ist alles egal. Zwei Asse drin, ja. Wie gedacht. Ja. Wir wollen auf jeden Fall kein Karo sehen hier, denke ich. Ein Junge hoch. Mit 13 gedrückt geht der Gran, glaube ich, oft. Okay, König war blank. 30, 34. Ich glaube, jetzt haben wir quasi gewonnen. Okay. Jetzt gibt er uns noch die Pik 10, warum auch immer. Dadurch Schneider. Naja, gut. Glückwunsch für die Liste von Spieler 1. Dramatisch gut. 9,37. 3,66. Ja, pf, kein Material gehabt. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt nicht so viele Fehler gemacht im Gegenspiel. Noch 3 Stück haben wir gekriegt. Ne, 2 noch umgebogen. Ja. So, ist okay. Wir gucken nochmal, wer waren die Gegner. Fortin und Bube mit Herz, das sind auch 2 Regulars von den Standardturnieren, soweit ich weiß. Ja, insofern. Da war jetzt der, der da einen Glückwunsch geschrieben hat, Spieler 3. Ich war 2, 1, 2, 3, hier eine Bube mit Herz. Hat dauernd Glückwunsch geschrieben und Fortin hatte die dicken Blätter. So, wir schauen nochmal, ob es schon drin ist. Ne, die sechste ist drin, aber die siebte war das jetzt, ne? Die siebte ist noch nicht drin. Naja, Verschlechterung logischerweise. 300 Punkte nur drauf. 4,7 oder 4,8 durch 7. 4,8 durch 7 sind 600, knapp 700, ne? 700, 695 oder sowas müssten wir jetzt haben, ungefähr als Schnitt. Joa, gut. So viel dazu. Wir können noch gucken, Turnierergebnisse der ersten 18er Rangliste, die wird ja jetzt online sein, genau. Da gab es 2 Leute über 1000 und Eddie auch wieder eine hervorragende Liste abgeliefert. Wo steht eigentlich Eddie? Der 18er. Ja, auch gut. 643er Schnitt. So. Ah,
Guck mal, jetzt ist es aktualisiert. 690, wie ich gesagt habe. Knapp 700 jetzt noch. Genau. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten 18er-Rangliste, wenn ihr Lust habt. Bis dann. Tschüss.